Hallihallo, ihr Astronauten, willkommen bei Fallout 3. Mit mir, dem Gario. So, und wir betreten jetzt endgültig den Weltraum. Denn das hatten wir ja vor in den letzten Folgen. Wir haben den Raumanzug an, Sally meckert nicht. Und bitte. Witzig, wie man sich noch atmen hört. Tür öffnen. Weiterhin heftiges Atmen. Geht's hier raus? Nö. Hier geht's raus. Lauter tote Aliens. Aber warum? Weltraumspaziergang. Aktivieren Sie die Tür. Oh. Cool. Ich kann's nicht lassen. Es tut mir leid, ich kann's nicht lassen. Ich muss einfach looten. Wir werden gleich was rausschmeißen. Oder auch nicht, wenn es sogar ausreicht. Ha, es reicht sogar aus. Jetzt die Alien-Desintegratoren noch. So. Es reicht aus, sehr gut. Ich kann alles mitnehmen. Perfekt. Meine Fresse. Was eine Inszenierung. Gefällt mir. Muss ich wirklich sagen. Gefällt mir wirklich sehr gut. Was haben wir hier? Offene Konsole. Bitte schließen. Okay. Oh. Trippel, trappel. Es hört sich nach... Oh, da ist noch eine offene Konsole. Okay. Es hört sich nach Aliens an. Ich kann hier aber auch aktuell keine Waffe benutzen. Ich habe schon versucht, eine zu ziehen. Schließen wir hier mal die offene Konsole. Oh, 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 oh. Das sieht mir nach richtig viel Ärger aus, wenn wir wieder von unserem Weltraumspaziergang zurückkommen. Und zwar nach richtig, richtig, richtig viel. So, wir dürften seit ungefähr 5 Minuten aufnehmen. Meint ihr, wir kriegen ein Selfie hin? Ha, herrlich. Der Schrotflinte auf dem Rücken. Herrlich. Oh. Ich bin doch nur... Also, das ist ja blöd. Sorry, aber das finde ich echt doof. Ich bin hier nur irgendwo reingeflogen, wo ich nicht mal durch die... Sorry, aber das war echt doof.
bin hier nicht mal irgendwo hier reingeflogen, sondern einfach nur in die Nische, wo es wieder runtergehen könnte, theoretisch. Ärgerlich sowas, ne? Okay. Also die ganze Chose nochmal. Tut mir leid, dass ihr das jetzt nochmal sehen müsst. Nummer 2. Haben wir noch einen dritten? Ich glaube, ja, da vorne haben wir noch einen. So. Haha. Kann ich da jetzt hochspringen? Cool. Gefällt mir. Aufgabe erfüllt im Sternenhimmel. Ha, und wir kriegen gleich mal Loot dafür. Na dann nur her damit. Aufgabe hinzugefügt. Diese Galaxie ist zu klein. Schön. So. Einmal kurz dekompressieren. Whatever. Und nach der Folge mache ich Schluss. Genug für heute aufgenommen. Außerdem bin ich verdammt müde. So. Warum gibt es kein Empfangskomitee? Steuerung bitte. Ah, ihr seid's, okay. Okay, ich dachte schon. Ich kümmere mich um die Tür. Ja, Augenblick, ich muss hier noch looten. Ich muss hier noch looten. Ich kann kann's es nicht lassen. So. Und jetzt bitte einmal reparieren. Und zwar alles, wenn es möglich ist. Okay, dann muss ich wirklich was wegwerfen. Das tut mir in der Seele weh. Ach komm, 6 Stück. Müssen doch reichen. Reicht Kann nicht auch. schnell genug von diesem Schiff verschwinden. Ich auch nicht. Hey, wie geht's dir? Jetzt ist nicht die Zeit dazu, herumzustehen und zu reden. Hi. Ich weiß nicht genau, wohin wir gehen müssen. Aber ich glaube, wenn wir in dieser Richtung weitergehen, werden wir finden, wonach wir suchen. Oh. Oh, schaut euch das an. Das sieht mir nach einem Planeten Das mit. ist wunderschön, nicht wahr? Das Ich hätte stimmt. nie gedacht, dass ich mal so etwas sehen würde. Das ist wirklich beeindruckend. Bei diesem Anblick könnte man fast vergessen, dass wir hier oben um unser Leben rennen. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt zum Gaffen. Tut mir leid, ich sollte mich um die Tür kümmern. Halt durch, ja? Ja, kümmere dich um die scheiß Tür. Spiel mal jemand den Türsteher. Oder einen Türöffner. So. Ich glaube, hier kommen Aliens raus. Wenn man vom Teufel spricht. Oh, nee. Hi. Oh. Das klingt nach viel Ärger. Mensch, hast du das gesehen? Jo. Beängstigend. Aber auch ziemlich unklug von ihnen, meinst du nicht auch? Hast du es verstanden etwa? Ich habe keine Ahnung, was er gesagt hat, aber es klang ziemlich verärgert. Hör schon auf. Man braucht die Worte nicht zu verstehen, um zu wissen, was damit gemeint war. Ah ja? Das war eine Art von Drohung. Und wenn sie uns drohen, ist das ein Zeichen dafür, dass sie allmählich Angst vor uns bekommen. Wir müssen rausfinden, was das war und dafür sorgen, dass es sich nicht wiederholt. Aber immerhin wissen wir jetzt, dass wir etwas bewirkt haben. Ja, auch wenn es nichts Tolles war. Ich wäre immer noch für eine diplomatische Lösung. So nach dem Motto, ihr könnt euer Schiff haben, aber bitte verpisst euch. Dafür machen wir keinen Ärger mehr und wir beamen uns runter. Alles klar? Naja, das wird wohl nicht so weit kommen. Wir haben zu viele von denen umgebracht. Sally, ist die Tür offen? Ja, die Tür scheint offen zu sein. Dann geht's jetzt auch weiter. Triebwerken, da waren wir doch schon. Dann hast du die andere Tür geöffnet. Gut, dann
Immer noch schön. Aber was dieser komische Lichtfleck da auf der Erde soll, weiß ich nicht. Okay, hier geht's um die Ecke. Hier ist nochmal. Ist alles in Ordnung? Nein, die Tür geht nicht auf. Waffenlabor. Oh, Waffenlabor. Ich liebe Waffenlabore. Ich liebe Waffenlabore. Vor allem mein eigenes Zuhause. Oh! Leute, ich könnte hier Hilfe gebrauchen. Drohnenkanone. Ach, das ist das Ding da oben. Meine letzten Stimpacks. Oder jedenfalls, es sind nur noch wenige übrig von denen, die ich ursprünglich hatte. So. Du stirbst. Wir haben immer noch diesen bescheuerten Weltraumanzug an. Aber ich habe im Moment echt nichts Besseres. Das ist das Problem. Ich habe nichts Besseres. Doch, ein Alien-Desintegrator haben wir. Der ist besser. So. Jetzt gibt's auf die Fresse. Und bei dir auch. So. Sag mal, ihr wollt immer Streit, oder? Wurmnahrung, Tintenfischnahrung, schmutziges Wasser. Was haben wir jetzt gerade genommen? Ach, Red Away. Auch gut. Hier oben gibt es ja viel mehr Strahlung als auf der Erde. Dann, Stimpaks. Waffen. Wir nehmen die Drohnenkanone. Mit VATS ist die sicher tödlich. So, hallo. Hier, 43%. Nummer 1. Und Nummer 2. Und keins davon trifft. Das ist mal wieder... herrlich! Geh mal hier in Deckung. Ist ja nicht, dass wir nichts treffen. Oh, langsam wird's kritisch. Langsam wird's echt kritisch. Also es ist ja nicht so, als würden wir nicht viel Schaden raushauen, aber wir kriegen halt verdammt viel Schaden. Okay, dann gehen wir unter Hilfe. Schadensresistenz plus 25%. Das klingt gut. Au! Oh. Gut. Leute, ich habe ein fucking Drohnensteuerungstool. Dem tun wir eigentlich nichts. Wie mache ich viel Wirbel um nichts? So. Also es bringt gelinde gesagt nichts. Das heißt, ich gehe jetzt mal echt mit der Kampflinte rein. Stimpex. Oh. So. Ein sauberer Schuss in den Kopf. Und du fliegst weg. Oh! Aua! So, die Drohnenkanone können wir wieder reparieren. Na, immerhin. Ein bisschen Alien Hearts kann uns nicht schaden. Nicht mal irgendeine Wurfwaffe.
Wir fressen zu viel. Wir fressen definitiv zu viel. Ah, wenn ich noch eine Rüstung mitgenommen hätte. So, haben wir sonst noch was? Ja, hier. Zum Looten. 94% kommt der Rumpf. Cool. Einfach nur großartig. Oh! Ja. Und bitte nochmal. 3, 4. Los geht's. Und Musik gibt's. Egal, wir gehen hier einfach mal weiter. Moment, erstmal aktivieren Sie die Tür und dann Steuerung scharf machen. So. Buttercup-Spielzeug. Nee. Wohl, wie viel ist das wert? Gewicht zweitwert, 150. Mit damit. Egal, wie viel es wert ist. Wie viel Gewicht es hat. Eine Wächterdrohne. Okay. Das macht diesem scheiß Alien. Macht das einfach nichts aus. Hallo? Hallo, Alien? Immerhin, ein paar Schuss abgezogen. Oh! Ah! Teleportation. Wir machen dieses... Ich hab den Ehrgeiz, dass wir dieses Alien noch fertig machen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Jawohl. Wird auch mal wieder Zeit, dass wir eine Stufe aufstehen. Dass ich nicht mal reden kann ich mehr. Reden. Es wird wirklich Zeit, dass wir die Folge beenden. So, du siehst auf meinem Loot. Auf meinem. Nicht mal mehr. Großer Alien-Kristall. Biogel der Aliens. Ach nee. Es tut mir leid, ich muss aber zugreifen. Es gibt hier einfach zu viel. Das haben die Entwickler extra so gemacht, möchte ich wetten. Dass man sich voll lädt wie ein Packesel und dann nicht mehr weiterkommt. Ah, das machen die mit voller Absicht. Ach, ihr seid da oben. Oh! Warum warnt ihr mich nicht? Oh! Hier ist ein Teleporter, der anscheinend noch in Betrieb genommen werden muss. Okay, cool. Ihr seid alle in Alarm. Ich hoffe, wir werden bald finden, wonach wir suchen. Ja, ich bin ja schon dabei. Ich hoffe auch, dass wir bald finden, wonach wir suchen. Aber bevor es soweit ist, muss ich noch diesen Gartenzwerg mitnehmen. Nein. Wie viel ist denn der Wert? Wert 1. Na ja, gut, wer will bitte nach dem Krieg was mit Gartenzwergen zu tun haben? Das ist aber auch wirklich komisch. Der Teleporter ist ausgeschaltet. Toll. Sonst geht's dir aber noch gut, oder was? Nicht so zu erschrecken. Ja, fick dich doch. Du wirst jetzt auseinandergenommen. So. Loot? Nein, kein Loot. Und jetzt... Oh!
schalte ich dir deinen Film ab wie Vorführer. So. Oh, wir sind schon wieder längst über der Zeit. Es ist schon längst überfällig, dass ich die Folge beende. Dementsprechend speichere ich an der Stelle. Ich bin auch nervlich ziemlich fertig, muss ich sagen. Heute kein guter Tag. Aber immerhin, Fallout funktioniert wieder. Das ist doch eine gute Nachricht. Und diese gute Nachricht nehmen wir mit in die nächste Folge und dann werden wir hoffentlich dieses DLC beenden. Mal langsam reicht's mir mit den Aliens. Das war ganz nett, wenn man Aliens jagen kann durchs ganze Schiff. Aber auf Dauer, naja, sehne ich mich auch mal wieder nach dem Ödland. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao!